So, moin. Wir wollen gar nicht lange rumreden. Dirk Koslowski ist heute bei mir vorbeigekommen. Ganz spontan, Dirk. Moin. Herzlich willkommen auf unserem Betrieb. Und wir hatten gestern ja die Agrarministerkonferenz. Und deswegen bin ich froh, dass du da bist, weil du warst vor Ort. Du hast auf der Bühne gesprochen. Christian Lohmeier war ja wieder der Schnellste, der dann halt vor allem die krasseste Aussage, fand ich, unter anderem die krasseste Aussage von Herrn Özdemir, als er dann erzählt hat, dass er die ukrainischen Landwirte auch besucht hat und dann, wir sollten uns doch dort an denen ein Beispiel nehmen, so ungefähr, so ungefähr. Also der genaue Wortlaut war, sinngemäß hat er sich bei denen bedankt, die in der Ukraine mit ihrem Blut ihre Freiheit verteidigen, genau. Und er sich das doch für uns hier auch wünschen würde. Ja, was meint er damit? Das kann man, das zu interpretieren, das überlassen wir, glaube ich, mal jedem für sich selbst. Ob das jetzt ein Aufruf für irgendwelche Arten von Radikalisierung ist oder sowas. Ja, Wahnsinn, ne? Man konnte ja nicht mehr mit ihm sprechen. Ich hätte ihn sonst gerne gefragt, wie er das gemeint hat, aber er hat es ja vorgezogen, sich ja, wie man es von ihm kennt, wenn es ungemütlich wird, aus dem Staub zu machen. Ja. Dass denn, ja, angeblich ist die Bahn denn schuld, dass er seinen Zug kriegen muss. Ich hatte ja als Redner einen Parkplatz auf dem Maßlinger Hof. Ja. Bin da raufgefahren, direkt Polizeiauto vorne quer, einer ausgestiegen. Ich sagte, ich soll angemeldet sein. Guckt, was kein Zeichen. Sagte, ja, Pass ist weitergegeben worden. Durfte ich da parken. Ja, ein Audi A8 neben dem anderen. Kennzeichen aus dem ganzen Land, München, Hannover und auch Berlin. Auch Berlin. Ja, ein schwarzer Audi A8 mit Berliner Kennzeichen auf dem Parkplatz des Marschlinger Hofes. Jetzt weiß ich jetzt nicht, ob er doch mit dem Dienstwagen gefahren ist und einfach nur gelogen hat, weil es ihm zu unbequem wurde, oder ob er mit der Bahn fährt, weil es auf dem Instagram-Foto cool aussieht, wenn er klimaneutral mit der Bahn unterwegs ist, ja, und sein Dienstwagen dann einfach hinterher fährt. Gut, dass er nicht mit dann halt eben wieder? Gut, dass er nicht mit Fahrrad gekommen ist. Ich habe nicht in das Auto geguckt. Das ist lächerlich. Vielleicht war er auch Fahrgepäckträger hinterher oder so, dass er das noch auch extra mit hatte. Aber so parallele Nutzung von zwei Verkehrsmitteln gleichzeitig ist für den Grünen schon eine harte Sache, ne? Ja, komm, jetzt lass es mal Klartext reden. Verarschen kann einen anderen, ne? Ja. Wir werden jeden Tag von morgens bis abends verarscht. Also das ist abstrus. Und bezeichnend fand ich, er hat ja Borchert-Papier und das Ergebnis der Zukunftskommission als seine Arbeitsgrundlage bezeichnet. Hat uns ja direkt beschuldigt, dass wir das nicht anerkennen. Mhm. Beide Papiere sehen aber ganz klar vor, dass der ganze Bums bezahlt werden muss. Lass uns mal ganz kurz, das ganz für die Nichtlandwirte, weil das ist mir ja so wichtig, dass die auch verstehen, die denken ja immer, wir meckern von morgens bis abends, aber wir möchten auch erklären, warum. Also Borchert-Papier und ZKL, also Zukunftskommission Landwirtschaft, war ein Projekt, nennen wir es mal so, was aufgrund unserer Proteste zustande gekommen ist, hat Frau Merkel ins Leben gerufen. Und zwar NGOs, Bauernverband, LSV und andere Verbände der Landwirtschaft waren dort vertreten und haben überlegt, wie man Landwirtschaft in Zukunft gestalten kann, nachhaltiger und so weiter. Ja. Und ja, um es kurz zu machen, das Ergebnis war für uns erstmal enttäuschend, also muss man wirklich sagen. Stellenweise enttäuschend, stellenweise aber auch, dass die ZKL festgestellt hat, dass wir mehr Geld durch unsere Produkte verdienen müssen, richtig, dass wir durch unsere Produkte angemessen zu entlohnen sind, auch dass wir, was die Einkommenssituation mit einem Industrie Arbeitnehmer mithalten, vergleichbar sein müssen. Da sind wir ja meilenweit von entfernt. Und festgestellt, auch vom Mindestlohn. Ja, genau, auch vom Mindestlohn. Und auch haben die festgestellt, dass das Ganze finanziert werden muss, dass wir dort nicht als Landwirte wieder in Vorleistung gehen können, sondern dass die Finanzierung nachhaltig und verlässlich zu erfolgen ist. Genau. Und Borchert-Kommission ist umgemünzt auf die Tierhaltung, das ist, glaube ich, schon älter. Borchert heißt das Ganze, weil der ehemalige Landwirtschaftsminister Jochen Borchert da den Vorsitz hat. Da sitzen, ich weiß gar nicht, der Experten in der Tierhaltung. Jahren schon. Ja, seit Jahren schon erarbeiten die im Grunde den Umbau der Tierhaltung zu mehr Tierwohl. Ja. Und auch die haben festgestellt, dass wir Erzeuger das ja nicht in Vorleistung machen können, sondern dass das finanziert werden muss durch den Markt, durch die Gesellschaft, durch die Politik, verlässlich und nachhaltig. Richtig. Da hat Herr Özdemir, ich glaube, nicht ganz erkannt, dass es seine Aufgabe ist, als Agrarminister dafür zu sorgen, dass die Finanzierung geregelt wird. Er wirft uns vor, dass wir das Ganze torpedieren, weil wir da nicht mitmachen. Versäumt aber, seine Aufgabe zu machen. Also in meinen Augen ist er derjenige, der dadurch, dass er die Finanzierung nicht auf die Kette kriegt, der das Ganze nicht anerkennt. Also er erkennt seine eigene Arbeitsgrundlage nicht an. So, das ist schon krass. Dann hat er sich ja bedankt beim Finanzminister, dass er jetzt, ich glaube, 1 Milliarde für die nächsten 4 Jahre kriegt.
Für die nächsten 4 Jahre. Für die nächsten 4 Jahre in Summe, das klingt erstmal unfassbar viel. Ja. Es ist aber, ich glaube, Borkert hat es vorgerechnet, dass wir für die nächsten 15 Jahre jährlich mehrere Milliarden brauchen. 4 bis 5 meine ich. Genau, vier bis fünf Milliarden jährlich. Jährlich. Und nicht 1 Milliarde auf 4 Jahre verteilt. Er ist an Lebensjahren ein bisschen älter als ich, aber in der Landwirtschaft bin ich schon deutlich länger aktiv als er. Ich kann mich noch erinnern, die Einführung von QS war für mich der Ausstieg aus der Schweinehaltung. Wir hatten damals, ging es dann los, da wurden wir dann geködert quasi mit einem Bonus, den wir für, wenn wir QS machen, dann gab es so ein bisschen Spielzeug im Stall. Und ich hatte ganz alte Ställe, klein und dunkel. Das war bei mir nicht möglich, auch weil ich so wenig Tiere hatte, wirtschaftlich nicht darstellbar. Da habe ich gesagt, okay, dann kriege ich den Bonus halt nicht. Dann wurde es eine Zeit lang, ging es dann so, dann wurde es dann eigentlich Pflicht, dass ich dann halt eben, wenn ich QS hatte, den normalen Preis bekommen habe und wenn ich kein QS hatte, habe ich Abzüge bekommen. Richtig. Und irgendwann ging es dann so, dass wenn du kein QS hast, dann hast du gar nicht mehr mitgemacht. Das war so ein 4-5 Jahre ging das. Mhm. Wo dann aus einem ursprünglichen Bonus wurde eine Einpreisung und dann eine Verpflichtung als Mindeststandard. Mhm. Genau das Label läuft ja jetzt auch. Ich weiß nicht, ob er so naiv ist oder ob er uns für so naiv hält, dass wir da wieder drauf reinfallen. Also für mich kommt das nicht in Frage, irgendwo zu investieren, irgendwas umzubauen, wenn nicht ganz klar geregelt ist, dass der Markt es erstes will und ich meine Kohle dafür auch kriege. Ja, weil so ein Umbau für den Stall, das kann man ja machen. Wenn der Verbraucher es kauft, kann man das ja machen. Er muss es dann aber auch bezahlen am Ende. Aber das Problem ist ja jetzt schon, dass selbst Tönnies jetzt gerade das einfachste Tierwohl-Label ITW, da geht es um 6 Cent pro Kilo, was der Landwirt dann mehr bekommt. Ja. 6 Cent pro Kilo. Und selbst das ist jetzt eingestampft worden, weil es gerade aktuell nicht gekauft wird. Warum sollst du als Unternehmer, sind wir ja Landwirte alle, in Vorleistung treten, in einen Stall investieren, den wir auf 20 Jahre abschreiben, wenn wir auch nicht ansatzweise auch nur für ein paar Tage eine Sicherheit haben, geschweige denn von diesem Zeitraum von 20 Jahren? Also ich bin neulich mal auf einer Veranstaltung gewesen und habe da gesagt, wir werden von der Politik gezwungen, am Markt vorbei zu produzieren. Ja. Der Verbraucher kauft es nicht. Nicht zu dem Preis, der nötig wäre, damit wir dort zumindest eine Kostendeckung von Gewinn und Eigenkapitalbildung brauchen wir überhaupt nicht reden. Nein. Aber die Kostendeckung ist ja schon nicht möglich. Und da habe ich als Antwort bekommen, dass sie den Verbraucher umerziehen wollen. Mhm. Warum man aber dann auf der Angebotsseite anfängt zu reglementieren, um den Verbraucher dahin zu erziehen, dass er nur noch das Hochwertige kauft, gleichzeitig aber offen lässt oder weiterhin zulässt, dass diese ganze minderwertige Grütze aus dem anderen Ende der Welt hier mit hohem Transportaufwand, unfassbar klimaneutral, hierher gekarrt wird, wo wir keinen Einfluss darauf haben, wann, wo und unter welchen Bedingungen das erzeugt wurde. Wenn wir den Verbraucher wirklich dahin erziehen wollen, dass er nur das Gute kauft, dann müssen wir aber auch dafür sorgen, dass das Schlechte gar nicht mehr im Angebot ist. Und hier gar nicht mehr reinkommt. Genau. Und deswegen ist der auf der Angebotsseite der Anfang schwierig. Wenn ich ein Auto kaufe, oder wenn ich als Hersteller ein Auto baue und das hier in Deutschland oder in der EU auf den Markt bringen möchte, dann muss ich die Regeln, die hier gelten, erfüllen. Selbst wenn ich das Auto in Mexiko baue. Ja, Abgasnorm zum Beispiel. Ja. D6 Temp heißt sie jetzt gerade. Ne? Hm. Wenn ich als mexikanischer Autohersteller in Deutschland ein Auto bauen, verkaufen möchte, muss das Abgasnorm D6 Temp erfüllen. Wenn ich aber ein Schwein halte und das hier in Deutschland verkaufe, reicht es, wenn in dem Endprodukt keine giftigen Substanzen mehr nachweisbar sind. Ja, genau. Unter welchen Bedingungen das Schwein denn gewachsen und gefüttert wurde, spielt überhaupt keine Rolle. Nein. Das ist so unfassbar Doppelmoral. Bei dem Auto geht es. Und es muss doch, wo wir gerade beim Auto sind, wenn ich jetzt einen Mercedes kaufen möchte, dann weiß ich, der kostet relativ viel Geld. Hm. So Dirk, das mussten wir jetzt nochmal schneiden. Ja. Speicher voll. Speicher voll. Es ist 12 Uhr Samstag, heute ist Oktoberfest und der Bürgermeister von München hat sicherlich schon Ortshaft ist. Cheers. Prost da draußen. Mm. Ein Traum. Wir waren bei Autos, der Vergleich, der ist richtig gut. Ja. Ich habe noch auch einen gleichen Vergleich, wo man einfach sieht, um was für ein Gehirnfurz es hier gerade geht. Ne? Wir waren mit den Autos aber, glaube ich, nicht durch, ne? Ja, mach nochmal. Genau, also wenn ich ein Dacia haben will, richtig, dann komme ich da relativ günstig von ab. Wenn ich stattdessen einen Mercedes haben will, dann wird der entsprechend teurer. Den Mehrpreis, den muss ich selber bezahlen, weil ich ein bisschen mehr halt gönne. Wenn ich zusätzlich dann noch schicke Alufelgen habe, weiß ich auch, das muss ich am Ende bezahlen, ja, weil ich es mir gönne. Wer die Musik bestellt, muss sie bezahlen. Ganz genau.
Und das ist ja aktuell nicht so. Nein, und dass Politik hier auf einem völlig falschen Irrweg ist, siehst du einfach auch an dem Verbot von den Özdemir, vielleicht gut gemeint, dass das Pflanzenschutzmittel, die bei uns verboten sind, jetzt nicht mehr aus Deutschland exportiert werden sollen in die Welt. Ja. Man hätte doch stattdessen einfach auch mal gleichzeitig sagen müssen, dass wir auch Pflanzenschutzmittel, also Lebensmittel, die mit verbotenen Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden, nicht mehr in die EU reinkommen. Das ist genau das Gleiche wieder. Mhm. Und das ist ja, das wäre ja auch Gesundheitsschutz für die Bevölkerung. Natürlich. Also, weil das ist ja, wenn ich jetzt hier ein Pflanzenschutzmittel in der Anwendung verbiete, einfach mal DDT früher, ist ja relativ viel verwendet worden, hat es dann irgendwann festgestellt worden, das ist nicht gut, und dann ist es hier verschwunden und verboten worden. Das Verbot geht, glaube ich, weltweit, aber wenn wir jetzt hier über Atrazin sprechen, dürfen wir hier auch nicht, weil es halt eben irgendwann mal festgestellt wurde, das geht, ist zugelassen worden, dann ist dann über die Langzeituntersuchung festgestellt worden, doch nicht so clever. Dann haben sie es hier vom Markt genommen und in der Anwendung verboten. Ja. Ist auch völlig nachvollziehbar. Wenn dann aber Lebensmittel, die im Ausland mit Atrazin behandelt wurden, hier einfach freiweg importiert werden dürfen, dann frage ich mich, ist es dann vielleicht doch nicht so gefährlich? Ja. Oder ist es dann dem Menschenschutz dann doch egal irgendwie? Das ist für mich irgendwie nicht nachvollziehbar. Ist es dann entweder nicht so gefährlich oder wird es dann mit dem Schutz des Verbrauchers doch nicht so ernst genommen? Ich bin vor einigen Jahren mal in den USA gewesen. Und habe da eine ganze Menge Sachen gesehen, wo ich froh bin, dass wir es hier nicht dürfen. Ja, klar. Wenn dann für den Betrieb, der relativ klein, mit 100 Hektar, in der Ecke war das kleiner Betrieb, IBC-Containerweise, also 1000 Liter, ich glaube 4 Stück habe ich da gesehen, stand drauf Atrazin. Das wird da eingesetzt wie hier mit einer Beregnungskanone. Ja. Und es ist einfach unfassbar. Ich habe überhaupt kein Problem damit, mich als Milchviehhalter mit einem Neuseeländer zu messen auf dem Weltmarkt. Ja. Weil der hat einfach durch sein Klima günstigere Bedingungen. Mhm. Die können dort mit einer Bretterbude als Wetterunterschlupf und ansonsten ganzjährig Weidehaltung. Das kann der günstiger als ich hier. Ja, klar. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Nur wenn ich mich dann auch mit dem Amerikaner messen muss, der dann mit hormonellen Leistungssteigerer, wo ich sehr froh bin, dass wir das hier nie durften, weil das einfach eine riesengroße Sauerei ist, was wir da machen, dann wird aus einer vegetarisch lebenden Kuh ein Kannibale gemacht, indem sie Blut und Knochenmehl füttern als Eiweißträger. Ist für eine Fütterung hocheffizient, ist aber nicht die Ernährung, die eine Kuh braucht. Und diese Produkte werden dann mit unserem auf dem gleichen Markt, auf dem Weltmarkt gleichgestellt. Und das ist einfach eine Riesensauerei und auch, dass es dann für den Verbraucher am Ende nicht zu erkennen ist. Und das ist da ist aber, muss ich gestehen, diese Haltungskennzeichnung, wie sie jetzt auf den Weg gebracht wurde, ein erster Schritt in die richtige Richtung. Zwingend muss dazu dann aber noch die Herkunftslandkennzeichnung, dass für den Verbraucher ganz klar zu erkennen ist, wo kommt es denn her? Wo kommt es her? Unter welchen Bedingungen ist es produziert worden? Aber das haben wir als LSV ja auch von Anfang an gefordert. Das ist unsere Forderung von Anfang an, genau. Ja, und da muss man aber auch mal sagen, dass beide Dinge im Einzug in den Koalitionsvertrag gefunden haben. Ja. Wo wir dann, gut, was da dann drauf zu geben ist, das wird sich zeigen. Aber es steht dort zumindest schwarz auf weiß drin, die Absicht ist umzusetzen. Das ist eine Forderung, die wir von Anfang an gestellt haben. Da muss man aber auch mal sagen, kämpfen lohnt sich. Es kommt irgendwann an. Man muss da hartnäckig und zäh sein. Bloß wenn man dann jetzt, ich will nochmal auf gestern zurückzukommen, völlig unwillig zuzuhören. Ja. Und das ist das, was mich beim Herrn Özdemir echt stört. Man kann uns jetzt nicht vorwerfen, dass wir nicht von Anfang an auf ihn zugegangen sind. Wir haben, weißt du noch, dieses nette Video gemacht, was auch alle gesehen haben. Was haben wir Ihnen für einen Honig ums Maul gemacht? Also ohne Scheiß, wir waren ja auch alle froh, dass Hofreiter das nicht wurde, weil wir dachten, mein Gott, mit Özdemir haben wir einen Realo, der hört zu. Mhm. Aber das tut er nun mal nicht. Und auch wenn er gestern wieder behauptet hat, er sein erster Betrieb, wo er war ein CDU-Bundestagsabgeordneter, das ist mir egal, der soll einfach zu den echten Landwirten kommen und sich die echten Probleme anhören, die wir haben. Ich habe ihm im Februar als LSV Niedersachsen einen offenen Brief geschrieben. Mhm. Daraufhin hat sein Büro bei mir angerufen und mir zugesagt, dass es einen Präsenzgesprächstermin gibt. Ich habe jetzt seit Februar dreimal nachgehakt und gefragt, ja kommt, die müssen noch Termin finden. Ja. Februar, wir haben jetzt September. Ja. Ich glaube nicht mehr dran, dass sie da so viel Terminschwierigkeiten haben. Die wollen es einfach nicht. Die wollen es nicht. Weil es halt eben für ihn völlig klar ist, er selber weiß, dass er überhaupt keine Ahnung hat. Und dass wenn er sich auf eine inhaltliche Diskussion mit einem Praktiker einlässt, dann sieht er überhaupt kein Morgen. Das verlange ich aber auch nicht, Dirk. Das verlange ich noch nicht. Ich verlange nicht von einem Minister, dass er in jedem Bereich kapitelfest ist. Nein. Ich erwarte aber von ihm, dass er auf diejenigen hört, die in seinem Haus sitzen, die sich in dem Bereich auskennen.
gibt im Bereich Düngung Experten im BML, es gibt im Bereich Pflanzenschutzmittel Experten im BML, es gibt in der GAP und für die Tierhaltung. In jedem Bereich hat das Haus Experten. Ja. Aber die müssen doch zu den Ministern mal durchdringen. Ja, er muss doch ja bei nicht. Denen mal zuhören. Aber das tut er ja nicht. Nein, das passiert nicht. Das hören wir ja auch aus den Ministerien, die Menschen, die da seit Jahren arbeiten. Und das hörst du auch im Wirtschaftsministerium. Das höre ich ja auch. Ich bin ja im Mittelstand unterwegs. Ja. Da hat Habeck Leute ausgetauscht. So nochmal, Wirtschaftsministerium hat Habeck Leute ausgetauscht, nicht nur Staatssekretäre, sondern wirklich auch Leute mit Fachwissen. Und die sind, und das ist nun mal die Wahrheit, unterwandert von Leuten, die NGOs sind und nur eine Agenda fahren. Und das ist in der Landwirtschaft so, das ist bei uns im Wirtschaftsministerium so, das ist... Das ist in jedem Bereich so. Dass Leute, die Ahnung haben, ersetzt werden durch Leute, die einfach das passende Parteibuch haben. Genau, das ist das Problem. Und wenn du nicht mehr im Sinne der Sache unterwegs bist, dann läuft was fundamental schief. Ja, auf jeden Fall. Das geht nicht mehr. Eine Sache möchte ich noch loswerden. Wir hatten ja gestern die Situation, dass Özdemir uns ja im Grunde vorgeworfen hat, die Polizei ausgepfiffen zu haben. Unverschämt. Er hat, glaube ich, nicht... Ja, das ist, glaube ich, eine typische Masse, abzulenken und uns schlechter darzustellen. Nach der Demo, als wir am Aufräumen waren, kamen noch drei Polizisten bei uns an. Eben kurz geschnackt, dass das alles super gelaufen ist und die sich jetzt verabschieden würden. Er fing von sich aus damit an und sagte, das ist bei den Polizisten ganz deutlich gewesen, dass wir nicht die Polizei ausgepfiffen haben, sondern den Minister. Und der Polizist sagte, er fand das als eine bodenlose Frechheit, das so zu benutzen. Das ist eine Frechheit, grundsätzlich auch von ihm zu sagen, hey, hören Sie auf zu pfeifen oder seien Sie froh, dass Sie in einem Land leben, wo Sie überhaupt das Recht auf Demonstration wahrnehmen können. Also muss ich mich beim Minister dafür bedanken, dass ich in so einem Land lebe. Ich also nicht mein Grundrecht wahrnehmen kann und vor allem auch meine Bürgerpflicht, wenn irgendwas fundamental schiefläuft. Wir reden nicht hier von gewissen Missständen. Wir reden hier von einem fundamentalen Regierungsversagen, was hier gerade läuft. Nicht nur bei Herrn Özdemir, aber da können wir es beurteilen, weil es läuft was dramatisch schief in der Landwirtschaft, Ernährungssicherung. Ich höre Svenja Schulze, die Entwicklungsministerin, die jetzt sagt, es kommt auf jede Tonne Weizen an im Ausland. Warte mal, leben wir hier in der Blase? Wir sollen hier Flächen stilllegen, uns legt man Handfesseln an. Wir können hier auf Gunststandorten, mit den besten Standorten der Welt, hier wirklich was zur Ernährungssicherheit, aber auch, wir können jetzt ja kombinieren, Landwirtschaft, Ökonomie, Ökologie, das können wir. Wir können auch besser werden da. Da gibt es auch vernünftige Maßnahmen, die wir machen können. Wir könnten qualifizierten Naturschutz machen. Ja, da hast du es gesagt. Vernünftig. Vernünftig. Vernünftig, genau. Nicht pauschal einfach 4% stilllegen, egal wo. Das steht auf dem Papier dann. Nee, lass uns mal qualifizierten Naturschutz, wie Milva das immer sagt, mal machen. Ne? Und auch mal was evaluieren. Hat überhaupt was gebracht? Wenn irgendwas nicht gebracht hat, dann muss ich auch mal einfach mal umdenken und sagen, hey, ich muss was anders machen, besser machen. Da hat gestern, ich glaube, der Prinz, der von den Waldbesitzern war es, das können wir, glaube ich, auch als Schlusswort nehmen, wo er sagte, die Landwirtschaft kann liefern. Egal, was ihr von uns wollt, die Landwirtschaft kann liefern. Ja. Ihr müsst uns nur lassen. Ja. Das bringt es doch genau auf den Punkt. Es ist fast egal, was man von uns will. Wir brauchen nur... Legt uns die Fesseln ab. Ja, legt uns die Fesseln ab. Ich kann immer nur sagen, guckt nach Großbritannien, raus aus der EU, ne? Und schwuppdiwupp hat sie gesagt, wir lösen den Landwirten wortwörtlich jetzt die Fesseln, dass sie das machen, was ihre ureigenste Aufgabe ist, nämlich nachhaltige, regionale, landwirtschaftliche Produkte. So, und wenn wir das auch machen, wir müssen das machen, damit wir die Versorgungssicherheit auch gewährleisten können, weil es schon lange nicht mehr gewährleistet. Ich will jetzt nicht, dass das missverstanden wird. Wir müssen das auch machen, hast du gesagt. Ich glaube nicht, dass wir aus der EU raus. Das meinte ich damit natürlich nicht. Wir haben da absolut Vorteile. Absolut überzeugter Europäer, das ist vollkommen klar. Nicht, dass das hier missverständlich ist. Nein, du musst ja, du hast natürlich recht. Ne? Man legt einem ganz schnell was in den Mund rein. Nein, das ist natürlich so nicht gemeint gewesen. Es geht einfach nur darum, dass man uns auch machen lässt. Wir sind alle staatlich ausgebildet, Dirk. Genau. Du, sogar ich, habe die Ausbildung nochmal nachgeholt. Ne? Und wir haben ein absolutes Fachwissen, wo uns andere Länder beneiden würden drum. Ich habe 6 Jahre meines Lebens mit der Ausbildung verbracht. Überleg mal. Sechs Jahre. Die Ausbildung, das ist ja ein staatlicher Träger. Die Landwirtschaftskammer ist ja in staatlicher Hand. Richtig. Das heißt, der Staat legt fest, wie ich in welchem Bereich ausgebildet werde. Aber genau derselbe Staat kriminalisiert mich ja 5 Jahre später für genau das, was er mir aufgetragen hat zu machen. Okay. Und das geht mir fürchterlich auf den Sack. Muss ich gestehen. Also mir tut es auch oft leid, dass ich so viel Zeit dabei verbracht habe. Weil wenn ich jetzt einfach
fünf Jahre ergebnislos an der Uni rumgepimmelt hätte, dann wäre ich jetzt irgendwie Vorsitzender einer großen Partei. Ja, wahrscheinlich. Ne? Aber du hast einen Abschluss gemacht, das war ein Fehler. Ja, ich habe einen Abschluss gemacht. Das war ein großer Fehler. So, oh, ich glaube in diesem Sinne. Ne? Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Ne? Und bleibt alle am Ball, bleibt sauber und wir sehen uns auf der Straße, weil anders wird es, glaube ich, nicht gehen. Wir müssen raus. Ne? Oder alle Knast. Aber im Knast, sage ich ganz ehrlich, hatten wir eben schon mal drüber gesprochen. Ja, das Szenario Knast hat echt das Schrecken verloren. Ich habe da Dach über dem Kopf, was im Zweifel auf 18 bis 19 Grad beheizt ist, dreimal Zeiten am Tag. Ja. Muss halt irgendwie so in einer Wäscherei oder in einer Schilderwerkstatt arbeiten. Aber das ist ja im Gegensatz zu der Arbeit, die wir gewohnt sind, ist ja Langzeitkur. Ne? Nein, keiner wächst sich von morgens bis abends an. Du machst das schlecht, die schlecht und sowas. Ne? Du hast frei, du pimmelst ein bisschen in der Werkstatt rum, peilst mal ein bisschen irgendwie am Stück Blech rum und du kriegst drei warme Mahlzeiten am Tag. Ja, ich glaube eine. Morgens und abends gibt's Brot, aber mittags gibt's warm. Ja, mein Gott, ist doch vollkommen egal. Aber wie aus Gedienten, wie so, guck mal gewohnt, was das Essen angeht. Ja, also, das ist ganz schlimm, ganz ehrlich. Nein, nein, das würde mir wahrscheinlich auch mal gut tun. Ja. So, alles klar. Ja, mir auch. Also, ciao. Ciao.